Und das so auszudrücken, unmittelbar, untrennbar von der heutigen Situation, dass es dann nichts mehr mit der kirchlichen Deutung des Neuen Testaments zu tun hat, denn die Kirche das Neue Testament verzerrt, bis zum Massenmord verzerrt, weil die Kirche, das wissen ja alle und das ist gar keine Neuigkeit, die ich hier verbreite, hat das Neue Testament so ausgelegt, dass es immer dann funktioniert hat, wie es gerade nötig war, verstehen Sie? In den konsequenten Fällen jedenfalls, nicht? Firma da, haben Sie überhaupt kein Recht, mir in den Mund zu fahren. Haben Sie es verstanden oder nicht? Ich spreche nicht, weil ich interview für Millionen von Menschen und nicht für Sie. Oder aber, wenn Sie zuhören, und hören Sie mir jetzt, unterbreche ich mich ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause. Ich glaube, das ist am besten.